Herzlich willkommen und hallo bei Not Another Dope Show. Letzte Woche habe ich euch ja erzählt von Anson Hakan und den LSD-Trip mit dem Chrissy, wo wir am Hauptbahnhof fahren. Dachte mal, erzähle ich euch noch einmal ein paar coole Spots, die ich hatte. Und zwar mit Armin bin ich ins Alpenmare gefahren, nach Grubenzell. Und er hatte die glorreiche Idee, dass wir uns vorher noch einen Trip einfahren. Und ja, das haben wir auch gemacht. Wir haben den Trip eingelegt, so auf Uhrzeit getrimmt, dass wenn wir dort ankommen, dass er dann langsam einfährt. Und tatsächlich, als wir auf dem Parkplatz gefahren sind, war es soweit, der Trip ist eingefahren. Ja, das war schon eine geile Sache. Ich bin an der Kasse, wo hat es mir gerade das erste Mal so richtig krass verspult mit Farben und Eindrücken und mit Bewegungen und so, dass ich halt das mit dem Wechselgeld gerade so hinkriegt habe. Und ja, den ersten Lachflash haben wir halt in der Umkleide gehabt. Und dann, leider habe ich viele Erinnerungslücken, aber ich weiß nur, dass es richtig krass war, die Leute so anzuschauen, wie die in Badewäsche ausschauen, wenn man auf Trip ist. Das ist halt, ja, weiß nicht, ob man das unbedingt haben muss, aber es war halt der Wahnsinn. Naja, ich habe ja gemeint, im Alpenmare, für die Leute, die das nicht kennen, da ist es ein Spaßbad mit Wellenbad und Rutschen und ein Außenbereich mit warmem Wasser. Und wir waren im Winter dort und ich war draußen in dem warmen Wasser und da gibt es halt Düsen, die sind in den Boden eingebaut und in die Ränder, um Massagedüsen sind das. Ja, und ich stehe da an einer und finde das also voll lustig, und das mit dem Rücken zu massieren, dann steht man halt einer Frau gegenüber und lächelt mich halt die ganze Zeit an, und steht das ein bisschen breitbeinig, aber ich habe das damals nicht geschnallt. Das ist mir erst später eingefallen, was genau die hatte, wieso die das so glückselig geschaut hat. Auf jeden Fall war es sehr spaßig. Allerdings muss ich sagen, es war eher so ein Trip, wo man mehr ganz eine leichte Optik nur hat. Also wenn man ins Licht schaut, dass es schöne Strahlen, einen Kranz gibt und schöne Farben und keine Wellen im Boden und in die Wände und die Bäume so auch nur leichte Bewegungen haben. Aber so, dass man halt noch weiß, wo man ist und das alles eher lustig ist. Also so ein Spaßtrip eher. So nenne ich das immer, Spaßtrip. Ja, Armin ist halt damals schon über 2 Meter groß gewesen. Und ich war halt immer noch so ein 1,60 Knirps. Nein, ich muss schon 1,70 gewesen sein, weil ich bin 1,78 groß und so viel gewachsen bin ich nicht mehr zu der Zeit. Auf jeden Fall war man halt ein lustiges Gespann auch für die anderen Leute außenrum. Und wir haben uns echt abgefeiert ohne Ende. Mit dem habe ich es richtig krachen lassen, also, oder eher mit mir, weil er hat es meistens finanziert. Danke Armin, falls du irgendwann einmal auf dieses Video stoßen solltest, doch Zufall, könnte ja sein. Vielleicht erinnerst du dich ja noch an den Trip damals im Alpenmare. Also ich würde mich echt freuen, wenn du mir was in die Kontakt unten reinschreibst oder so, oder mich auf Facebook alles oder irgendwie so, dass wir mal ein bisschen Kontakt wiederherstellen können. Wäre schon lustig. Das haben so coole Sachen erlebt. Ja, der Mann, der hat halt sein Schlafzimmer, riesiges Bett reinbaut. Und dann waren wir da drauf geguckt, haben Videos geschaut, noch und nöcher. Die Videothek ist bestimmt reich geworden durch uns. Und haben halt da gekifft wie die Blöden. Ne? Wir haben uns eine Bon nach der anderen gegönnt und dann haben wir ein Video geschaut und dann bin ich abends wieder heim. Und ja, und dann haben wir halt seine Geschichten auch gemacht, wie mit dem Trip. War schon sehr fein. Ja, also der Platz war schon cool und der Marienplatz, mein erster LSD-Trip. Mit dem Erich und mit dem Jürgen und ich weiß nicht mehr, wer noch dabei war, und ich. Wir sind zu viert zum Marienplatz gefahren. Von München nach Perlach aus mit dem Fahrrad. Ich hatte ein Klapprad, der Erich ein Rennrad, der Jürgen hatte so ein Hollandrad. Wie gesagt, den vierten kann ich mich nicht mehr richtig erinnern, der ist nicht so prägend gewesen an dem Tag für mich. Ich glaube, das war der Thomas L. Und bei dem ist es so, dass bei dem die Trips nicht eingefahren sind am Anfang. Der hat immer so drauf gewartet und dann haben die nicht gewirkt. Ja, wer wollte halt das auch unbedingt einmal erleben. Auf jeden Fall sind wir da hingefahren, waren halt ultra drauf. Und es gibt da in München einen Berg, den Rosenheimer Berg. Da
da musst du runterfahren in so einer Kurve, da ist eine Ampel auch genau unten, hey, wo du den großen Schwung hast mit dem Fahrrad. Und wir schießen da runter und dann plötzlich schießt der Erich mit dem Rennrad an mir vorbei und schreit, ich habe keine Bremsen, meine Bremsen gehen jetzt scheißegal, ich bin auf Trip und yeah! Und schießt da über die rote Ampel zwischen zwei Autos durch. Alter, hey! Nüchtern hätte man das wahrscheinlich nicht gemacht. Aber er ist dazwischen die zwei Autos durchgeschossen und dann so rechts um die Kurve. Ich habe bremst, Jürgen auch. Wir haben beide bremst wegen der roten Ampel, aber dann ist die auf grün gesprungen, als wir dann da waren. Alter, hey, da habe ich echt schon dann ein bisschen Panik geschoben kurzzeitig. Aber es war gleich vorbei, weil der Trip halt so schnell war. Das war alles so schnell. Die Eindrücke für mich, ich habe das sowas nie in meinem Freien noch nie erlebt gehabt. Beim Fahrradfahren ging es, aber sobald du stehen bleibst, schießt alles so auf dich wieder ein. Und die ganzen Farben. Und das war ein Trip, der hat Bewegungen gemacht. Also nicht bloß das, wenn du so machst, dass es so hinterher zieht. Das macht dann so Schlieren. Das siehst du nur in die Augenwinkel, auch die anderen Halos siehst du alle nur in die Augenwinkel. Da bewegen sich aber dann die Wände, der Boden macht seine Wellen und ja, alles bewegt sich leicht. Und dann sind wir halt endlich am Marienplatz gewesen hier und dann haben wir uns das Rathaus angeschaut und sind da, das war nachts, an einem Wochenende, das heißt die Geschäfte waren alle zu, das war nichts los, das war ziemlich leer alles und dann haben wir halt das machen können. Und dann saß man da, haben uns das so angeschaut, haben einen Joint geraucht und dann sind wir losgefahren. Jetzt ist es so, wenn du auf Trip einen Joint also hast oder ein Cannabis-Produkt zu dir nimmst, dann verstärkt es den Trip in der Optik. Du hast eine ganz krasse Optik und das Gefühl ist auch nicht mehr ganz so schön. Deswegen kann ich es nicht empfehlen. Aber es war halt damals so, wir haben es gemacht und dann ist es auch gleich krasser alles geworden und genau dann kommt der Polizeibus angefahren, also Sixpack. Und wer Bayern kennt, wer die Polizei kennt, in München und in Bayern, der weiß, dass es besser hat. Man hat denen nichts zu tun, wenn man gerade drauf ist, auf irgendwas. Ja, wir sind halt dann an den emitten Fahrrädern vorbei in Richtung Stachus und haben uns dann in die Seitenstraßen auf die Schnelle verpisst und haben uns wieder getroffen am Rathaus, am Marienbrunnen und dann ab nach Hause, nach Neuperlach wieder. Alles mit dem Fahrrad. So, ja, das LSD-Trip hält da gute 12 Stunden an. Wir waren auch dann so nach 8-9 Stunden wieder in Neuperlach. Dann fehlt mir ganz viel an Erinnerung, weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass das am nächsten Tag für mich wie ein Traum war. Es war irgendwie nicht wirklich, so unwirklich war das. Vor allem die Optik, die ich geschoben habe. Und das war auch der Grund, wieso ich es irgendwann nochmal wieder ausprobiert habe. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben, Leute. Wenn nicht, dann einen Daumen nach unten. Dann hätte ich aber gerne in den Kommentaren stehen, warum. Ansonsten würde ich mich auch über Kommentare freuen. Und lasst mir doch ein Abo da. Peace out.